Jawohl, es müffelt. Bist du das etwa, Schorsch? Nö, ich rieche ganz prima nach frischer Erde. Aber wer ist es denn dann? Bestimmt ist der Herr Günther in was reingetreten. Huch, zum Glück sind meine Flossen sauber. Ich glaube, der Geruch kommt von den Pferdeäpfeln hier. Äpfel? Ich mag am liebsten matschige Äpfel. Und ich will so einen Pferdeapfel mal kosten. Das solltest du lieber nicht tun, Monika. Warum denn nicht? Ist so ein Pferdeapfel vielleicht gefährlich? Bestimmt will der Herr Günther den Apfel bloß ganz alleine auffuttern. So ein Unsinn! Wenn ein Pferd Gras frisst, wandert dieses in seinen Bauch. Dort werden alle wichtigen Stoffe herausgenommen und genutzt. Zum Schluss bleibt nur noch Abfall übrig. Das nennt man Verdauung. Ist das bei uns etwa auch so? In der Tat. Dann ist unser Bauch ja eine Häufchenfabrik. In meiner Häufchenfabrik werden ganz winzige Würstchen hergestellt. Und in meiner sehr lustige gekringelte Häufchen. Verschiedene Tiere machen verschiedene Häufchen. Gänse zum Beispiel fabrizieren stattliche Kleckse. Und Pferde eben Pferdeäpfel. Haha, beinahe hättest du ein Pferdehäufchen gekostet, Monika. Ich will keine Häufchen essen. Dann hast du keine Ahnung. Mist ist doch so ziemlich das Feinste und Gesündeste, was es gibt. Mist soll gesund sein. Ich esse ihn sehr gern zum Frühstück. Zum Frühstück? Und zum Mittag. Sogar zum Mittag? Und zum Nachtisch. Und zum Abendbrot auch. Und wenn ich nachts mal ein bisschen Hunger habe, dann auch. Das ist aber ein ziemlicher Mist. Er ist ja auch ein Mistkäfer. Jawohl, ich bin der Mistkäfer Müffel. Wie kannst du denn Mist als Lieblingsspeise haben, Müffel? Dafür gibt es einen sehr guten Grund. Ich bevorzuge allerdings Salatblätter. Halt! Das ist das allerletzte Blatt. Das müssen Sie mit uns teilen. Teilen? Jawohl. Jeder darf einmal abbeißen. Also gut, wenn es unbedingt sein muss. Es muss sein. Das ist ungerecht. Herr Günther hat einen viel größeren Schnabel als ich. Ein Regenwurm hat keinen Schnabel. Ich wollte mehr als nur ein klitzekleines Schnörkelschneckenhäppchen. Zu spät. Der Salat ist alle. So ein Mist aber auch. Du hast recht, Schorsch. Jetzt ist bloß noch Mist übrig. Und das Beste ist, außer mir will den Mist keiner haben. Versteht ihr jetzt, warum Müffels Lieblingsspeise ausgerechnet Mist ist? Ich brauche nicht zu teilen. Aha. Ob wir vielleicht doch mal so einen Pferdeapfel kosten, Monika? Nein! Monika Häuschen. Monika, die kleine, frische, Monika ist da, ja. Monika, willst du was wissen, was du wissen willst?